Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP hier, euer Ding am Start. In der letzten Folge haben wir unseren alten, nutzlosen Freund Garrus gefunden. Und der hat uns jetzt die Aufgabe gegeben, in den Keller zu gehen. Aber ich weiß nicht, wo der Keller ist. Doch, hier ist er. Aha! Grüß! Gehen Sie zu der Konsole und machen Sie den Laden dicht, bevor die reinkommen! Hä? Sobald die Konsole für die Läden ist, weiter hinten, oh, shit. Sie reingekommen sind. Schilde sind ausgefallen! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, ich bin fast tot! Fuck my fucking. Shit, warte, wir müssen das einsetzen. Jetzt sagt er mir zu weit, weil es der Schwitz gut schon. Ziel am Boot! Jetzt sagt er mir zu weit denn. Gute Reise! Gleich wird Zeit! So muss es sein! Das ist hier oder was? Oh shit, fuck, 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 fuck. Brauchen wir eine andere Waffe? Ich muss nicht. Da sind noch zwei Läden, schnell schließen Sie sie. Die halten mir hier oben ganz schön ein. Ja, warte, Alter. Dann gibt's aber. Alter, die Scheiße. Hier, gibt's hier eine Kiste. Oh, ich glaub, das ist schön. Schön! Cool! Ja, war da einfach. Guter Schuss! Ich hatte wer was dran. Ich habe mich gehört. Finden Sie die großen Läden und schließen Sie sie. Oh, Hedy, muss ich sagen. Komm nur rüber! Ich bin kurz verwirrt. Oder ist der Hund? Morty! Meine Fresse. Ich bin so confused. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, so stark. In der Nähe der Läden ist eine Konsole. Erstmal den Gesundheitspack nehmen. Was vor den Hunden, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Die sind echt fett. Kann ich alle hier? Kann ich drei drücken? Achtung, Rogana! Ich war das. Das ist so witzig. Das ist so witzig! Ich werde das ja auch gerne nicht machen. Shutdown eingeleitet. Geht doch langsam die scheiß Muni aus, Bitches. Ich brauch mal hier mehr Zeug, Alter. So. Nur noch einladen. So sei es auf Vorarbeiten. Pissers. Nehme Deckung! Nehme Deckung! Nein, komm mit. Bin dabei! Gehe in Deckung! So, das eine haben wir schon zugemacht. Ich muss das auch machen. Die Angriffe werden aggressiver. Ja, okay, jetzt. Ja, wieso kann ich hier nicht dran? Warte mal, wie komm ich denn da rüber? Ich muss doch irgendwie da rüberkommen. So muss es sein! Das macht doch hier gerade keinen Sinn! Oh, jetzt lädt er nach.
Ja! Alter! Wie kann man sich healen? Nehme Deckung! Keine Muni mehr, Bitches. Der mit dem Flammenwerfer war hart, Alter. Oh. We did it! Good job, guys. Reißen Sie sie fest! Geben Sie mir Deckung. Ich kümmere mich um Archangel. I don't think so. Wir sind aufgeflogen. Was du nicht sagst. Jetzt kommt's. Wir kommen näher ran. Wo ist der Fette? Der Fette, ihr Kanz. Ja, dann gehen wir nach oben und ficken seinen Kopf. Booyah! Slow Motion. Son of the Dragon. Ich brauche Hilfe mit diesem Kerl, Shepard. Ah, da ist noch der. Shit. Was jetzt bitte noch? Alter. Komm, Alter. Sie sind stehen geblieben. Suchen Sie mich. Was? Harte Kerle. Ist der hart oder was? Ich habe Schlimmeres erlebt. Und wir haben Garm und sein Bloodpack ausgeschaltet. Ja, man. Der Tag wird mit jeder Minute besser. Das war ein wirklich zäher Bursche. Sie haben schon mal gegen ihn gekämpft? Ja, einmal. Hab ihn allein erwischt. Keiner von seinen Jungs konnte ihm helfen. Trotzdem konnte ich ihn nicht besiegen. Noch nie habe ich einen Kroganer gesehen, der sich so schnell regeneriert. Eine Laune der Natur. Er hat nicht aufgegeben, bis seine Watcher aufgekreuzt sind. Es war knapp, aber ich musste ihn gehen lassen. Diesmal nicht. Nur die Blue Suns sind noch übrig. Wir sollten es riskieren und uns den Weg freikämpfen. Sie haben vermutlich recht. Tarak hat die härteste Einheit, aber wir sind schon mit Schlimmerem fertig geworden. Außerdem wird er nicht erwarten, dass wir ihn von vorne angehen. Achtung. Holy shit. Verdammt, ich dachte, das Ding hätte ich bereits ausgeschaltet. Sie haben ihn repariert, aber nicht ganz. Dafür habe ich gesorgt. Oh, fuck my life. Go fuck yourself. Holy shit! Nochmal, Bitches. Warum bin ich gestorben? Scheiß Raketen, wir verwichst Kinners. Dumm. Ich muss ein härteres Gerät rausholen. Die Pisse bringt's nicht mehr gegen die Tür. Ich dachte, das Ding hätte ich bereits ausgeschaltet. Sie haben ihn repariert, aber nicht ganz. Dafür habe ich gesorgt. Ich will da jetzt einen auseinanderreißen, Alter. Kannst du jetzt mal deinen Scheiß nachladen? Kannst du dich hier hinschillen? Ich würde gern, dass du ihn auseinanderreißt. Ziel wird von Schild geschützt. Fuck. Ja und? Trotzdem kann der in die Luft gehen. Komm hier rüber! Ich will an ihm los! Kopfschuss! Ja, Mann, Kopfschuss, genau. Sein. Kann ich das Ding schon kaputt machen, das Flugzeug? Ja, mir ist es egal, aber. Alles kann ich ja. Okay, ja, übertreiben. Trifft doch jeden Schuss am besten. Ich
Warte, ich will das jetzt ausprobieren, ich will den zerreißen. Leute, der ist einfach weg. Er ist einfach weg, Mama. Okay, wir schaffen das. Knallen die weg, die Lappen. Lass mich nicht mal kommen sehen. Shit. Okay, red. Noch einer? Nein. Okay. Boah, Alter, so viel Schießerei, so viel Action, Mann. Man muss gar nicht konzentrieren. Steh auf, du Lappen, man ist schon wieder gestorben, Idiot. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Komm, was gegen ihn machen soll. Ey, fuck. Tot. Ja, gut, Job. So aufregend. Garrett! Wir schaffen sie hier raus, Garrett. Halten sie durch. Scheiß auf den, der ist useless. Funken sie Joker an. Sie sollen bereit sein, wenn wir kommen. Wir sollten uns beeilen. Es sieht nicht gut aus. Geschafft, ey. Nice. Cool. Sehr gut, Guys, sehr gut. Commander, wir haben unser Möglichstes für Garrus getan, aber... Er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es? Sie haben ihr Bestes gegeben, aber es werden ein paar Narben zurückbleiben. Tut mir leid. Naja, es ist wahrscheinlich besser so. Sie wurden immer ignoriert und ich wurde getadelt. Höchste Zeit, dass Sie auch mal eine faire Chance bekommen. Aber ich mache mir mehr Sorgen wegen Ihnen. Ich habe in den letzten Jahren schlimme Sachen über Cerberus gehört. Deswegen bin ich froh, dass Sie hier sind, Garrus. Wenn ich schon in die Hölle muss, hätte ich gerne eine Vertrauensperson an meiner Seite. Ihnen ist aber schon klar, dass ich dann auch in die Hölle muss. Genau wie in alten Zeiten. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir's mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. Warum waren wir vorbildlich? Ich will doch nicht vorbildlich sein. Vorbildlich sein stinkt. Da kommen wir noch nicht rein. Waffenschmied, hier können wir Waffen auswählen.
Ja, die nur Pistols, die Fotze. Okay. Macht alles Sinn bis jetzt. Was geht ab? Was? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ich wollte auch neue Nachrichten. Ach du Scheiße. Alle als gelesen markieren. Fickt euch alle. Tagebuch, mein Bester. Oh mein Gott, wie viele Aufträge wir auf einmal haben. Ach du Scheiße. Overlord Schlüssel Agent. Datenpad abliefern. Oh, okay, Alter. Wir gucken einfach mal auf die Karte. Haben wir noch Zeit? Ja, wir können auch entscheiden, wo wir hinfliegen. Auf jeden Fall. Entweder wir gehen der Hau das Ding abgeben oder wir gehen der Hau das Ding abgeben. Das ist eigentlich ziemlich smart, weil wenn wir jetzt eh schon hier sind, können wir das abgeben und dann sagt die uns vielleicht was dazu oder wir kriegen EP oder auch nicht. Wenn wir das abgegeben haben, sind wir nice. Sind wir well done. Okay, wir nehmen mal den mit. Oh ja, und den. Yes. Gruppenpunkte. Was kommt, Alter? Rang erwerben. Nee, das wollte ich ja nicht machen. Ich wollte dann nur. Quarantänewarnung aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Zed, was geht? Bitte. Sie müssen mir helfen. Ich muss gar nichts. Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Genau. Sind Sie Said Massani? Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Schön, Sie bei uns zu haben, Said. Wir haben noch viel zu tun. Das hat man mir gesagt. Der Unbekannte hat Ihnen vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Was für ein Arrangement? Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen. Kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Elpfel Ashland Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Ich sorge dafür, dass wir das erledigen. Gut. Wenn wir das aus dem Weg haben, können wir uns darauf konzentrieren, den Helden zu spielen. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Nice. Der Typ ist cool. Der Typ gefällt mir gut. Der ist genau mein Typ. Schön asozial. Schön asozial. Get up, bitches. Aria hat einen Job, der erledigt werden muss. Lust auf ein bisschen Arbeit? Das kommt darauf an, was Aria so vorschlägt. Aria hat Wind davon bekommen, dass ein paar Söldner vom Bloodpack einen alten Bekannten von ihr umlegen wollen.
Ein Kroganer namens Oracle. Sie möchte, dass Sie das verhindern. Ich sehe es mir mal an. Gut. Oracle ist unten, vermutlich im Kreise seiner Fans. Verstecken Sie ihn, bis die Söldner sich wieder verziehen. Kommen Sie wieder her, wenn die Sache erledigt ist. Dann kriegen Sie, was Ihnen zusteht. Okay. Ich komme wieder, wenn der Job erledigt ist. Small. Viel Glück. Ja, wo ist die Fotze? Hier, es geht. Ich hab was für dich. Was brauchen Sie? Einer der Söldner, die hinter Archangel her waren, hatte dieses Datenpad dabei. Sie wären ihr nächstes Ziel gewesen. Zeigen Sie her. Interessant. Würde mir wohl jemand erklären, wie uns diese Information durchs Netz rutschen konnte? Ich gehe der Sache nach. Danke für die Information, Shepard. Ich werde wohl in meiner Organisation ein wenig aufräumen müssen. Ich suche nach Morden Solis. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den Salarianischen. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie. Danke für die Information. Bringen Sie bloß die Seuche. Gut, dann in der nächsten Folge schauen wir mal weiter, was wir als nächste Mission machen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.